Perfekte Bedingungen beim Stalim City Triathlon in Wels, einem der wohl schönsten und reizvollsten City Triathlons in Österreich. Das zeigt auch das enorme Interesse der Sportler, hier dabei sein zu können. Wir haben vor 4 Jahren angefangen, zum ersten Mal einen City Triathlon zu machen. Mit 83 Startern, also sehr bescheiden, da haben wir mehr Helfer als wie Starter gehabt. Mittlerweile sind wir beim Stalim-Triathlon über 300 angewachsen. Und das auch nur Corona-bedingt, weil wir da Einschränkungen haben. Also wir hätten da heuer wahrscheinlich 400, 450 Starter erwarten können. Aber wir sind leider eine Woche zu früh dran mit den Lockerungen. Und darum sind wir aber auch sehr zufrieden mit den 321 Startern, die wir haben in Summe. Es war nicht unwahrscheinlich, weil Thomas Alt mit seinem Team hat von Anfang an schon einen extrem professionellen Eindruck gemacht und die waren extrem enthusiastisch. Ja, und das ist jetzt die Zwischenetappe und man sieht, wie sich das entwickelt. Und es ist natürlich auch schön, dass jetzt bei den Junioren- oder Jugend-Europacup da über 20 Nationen da sind. Also das ist schon... Also eine bessere Bestätigung der guten Arbeit kann man eigentlich nicht kriegen. Die jungen Athleten und Athletinnen im Alter zwischen 16 und 19 Jahre kämpfen hier um wichtige Punkte. Das ist quasi der Einstieg in das internationale Renngeschehen. Gibt es ein Ranking, da wird es Punkte vergeben da kann man sich nach dem gemessen eben qualifizieren, um an diversen Europacups teilzunehmen. Im Rahmen des Europacups gab es auch das Individual Race und da hatte Lokalmatador Alexander Bründl gute Chancen auf einen der vorderen Plätze. Ich bin sicherlich nicht ganz fit. Also wir haben bis Donnerstag noch voll durchgezogen, Freitag heimgefahren und gestern nur ein bisschen aktivieren. Also ich denke, dass ich trotzdem ganz gut abliefern kann. Ich hoffe zumindest. Und je nachdem, durch das letztes Jahr der zweite Platz war, ist natürlich heuer ganz klar das Ziel, erster Platz, Heimsieg wiederholen. Mit Startnummer 1 sicherlich nicht ganz einfach wegen dem Einzelstart, aber ich gebe mein Bestes. Nach dem Schwimmen noch in Front belegte Alexander Bründl letztlich den hervorragenden zweiten Platz hinter Kilian Bauer. Nun zum Junioren-Europacup. Hier entwickelte sich bei den Herren von Beginn an ein spannendes Rennen. Während Lokalmatador Thomas Windischbauer beim Schwimmen alle hinter sich ließ, sollten am Ende andere die Nase vorn haben. Allen voran Igor Bellido, der Jan Bader und den Franzosen Loris Lalat auf die Plätze verweist. We try to keep pushing, no? Ich habe die ganze Zeit über versucht zu pushen. Die zweite Gruppe hat aufgeholt und uns fast geschnappt. In den Wechselzonen ging es ziemlich eng zu, aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich das Rennen gewinnen kann. Zweiter immerhin, sehr toll, vor allem hier in Wels. Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf die nächsten Wettkämpfe. Auch bei den Damen sollte der Sieg nach Spanien gehen. Maria Casals war an diesem Tag das Maß aller Dinge. Sie ließ die Schweizerin Livia Vespe und ihre spanische Landsfrau Natalia Castro hinter sich. Ich bin sehr glücklich und habe das Rennen sehr genossen. Am Ende habe ich einfach alles riskiert. Ich wollte hier unbedingt gewinnen. Ich hoffe, nächstes Jahr wieder hier dabei sein zu können. Gratulation den Siegern und Veranstaltern zu diesem tollen vierten Stalim City Triathlon. Großartiger Sport, der hier in Wels geboten wurde.